Jo, jo, Hallo jo, Kuba. Fox, bist du schon fertig? Ja, ich bin schon lange fertig, aber Ja. Telefonnetz und so. Ah, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, mir hat die Rübe ein bisschen gebrummt und so, habe ich mich nochmal hingelegt, dies, das. Ja, Also hast du wo sollen wir Zeit uns jetzt zum treffen? Quatschen? Boah, mir egal, ich Ja. bin gerade bei uns an der Tanke, bin ich gerade. Ja, warte, dann komme ich da unten mal vorbei. Alles klar, bis gleich, Fox. Bis gleich. Der Foxy war noch da. Abheben 50 Dollar. Aber ich sage ja sowieso, am besten kann ich eigentlich mit dem Fox ins PD fahren und sage, yo, schuldig und hoffen, so am besten rauszukommen. Ist der Foxy hier nicht eben vorbeigefahren, Alter? Bin ich hart, Mann? Hat PD64 schon geschrieben? Ajo, alles easy. Wer weiß, wo der Fox sich schon wieder rumgetrieben hat.
Hey. Was geht, Fox? Ja. Ja. Bisschen Anwaltsunsinn. Ja, das Übliche sagst du also. Sollen wir irgendwo hingehen, wo es ein bisschen ruhiger ist? Hier kann ja jederzeit irgendein Vogel vorbeirennen. Wir können, lass gleich einfach bei uns in die Straße reinlaufen. Okay. Sonst alles gut bei dir? Ja, auf jeden, ne? Bis auf die Cops, ja. Bis auf die Sache mit den Cops ist eigentlich alles gut soweit. Okay, erzähl einmal genau, was passiert ist. Also ich war mit Craig arbeiten in der Nacht, weißt du ja, wenn wir, ich glaube es war so 1 Uhr nachts oder so, ne, sind wir losgegangen. Und ja, beim Verarbeiter gewesen und als wir losgefahren sind, ja, eigentlich direkt als wir die Karren angemacht haben, Alter, habe ich da schon eine Cop-Karre gesehen, die da schon gewartet hat. Beim Verarbeiter von unreinem oder reinem? Nee, reinen. Sind wir losgefahren, Alter. Direkt hast du überall gesehen, gehen die Sirenen an von 3 Autos. Und okay, die haben also da auf euch gewartet und eine Falle gestellt. Ja, ja, quasi. Dann, ja, sind wir in 2 Richtungen los, alle Cops mir hinterher, ich eine Verfolgungsjagd mit denen quer durch den Norden. Und ja, hab's dann noch geschafft, meine Karre oben im Norden, weißt doch, wo der See ist, die da zu versenken. Im Wasser. In dem großen dabei. See, ja, ja. Okay, Sandy Shores. So, da die Cops mir aber direkt auf der Schliche waren und auch auf mich geschossen haben und so, hatte ich keine Chance noch irgendwie im Wasser dann was wegzuräumen oder so. Also habe ich die Karre noch abgeschlossen und habe mich vom Acker gemacht. So, aber dann, die war richtig schön tief drin, oder was? Ja, die war schon, also ich bin noch ein bisschen drin sitzen geblieben, Alter, Luft angehalten und hab schon geguckt, dass die tief reinrollt, ne? Und ich bin gestern dann mit Craig zur Verwahrstelle gefahren und da waren halt beide Autos drin. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie halt beide Autos hochgenommen haben, ne? Also haben die das Ding aus dem See geholt? Ja, müssen die irgendwie unter Wasser aufgeknackt haben und dann das da rausgeholt haben. Du sagst beide Autos. Ich kenne, ihr habt irgendwie so einen Trick mit Umlagern und hin und her stellen genau. Und eine wir zweite hatten, Karre hin, ne? Wir hatten beim Verarbeiter in der Nähe, hatten wir unsere Gesellenkarren gelagert. Da packen wir mal was rein. Also wenn die beide Autos von mir gefunden haben, haben die 200 Reines und 50 Blüten gefunden. Also der anderen Karre waren noch 50 Blüten? Ja. Meinst du, dass die euch gerade maskiert oder so? Es war tief in der Nacht, nicht maskiert, aber die haben mich nicht gesehen. Also können die nicht. Also die wissen nicht, dass... Also die haben meine Autos, aber dass ich da am Steuer saß, können die nicht wissen. Ich habe auch extra, als die mich verfolgt haben, die haben 500 Mal gesagt, hier halten sie an oder wir schießen. Ich habe kein Wort mit denen geredet. Habe einfach geguckt, dass ich da an den See komme, Alter, und meine Karre da versenken kann. Dann war es halt eigentlich mein Plan, selber irgendwie zu tauchen und das noch mitzunehmen und irgendwie loszuwerden. Aber ich sah ja, die waren genau hinter mir. Das waren 8 Cops oder so, Alter. 2 sind mir noch hinterher geschwommen. Und ja. Bin aber weggekommen dann. Gut. Von Craig, haben die nur dein Auto da oben oder auch was von Craig? Nee, Craig hatte, weil die alle mir hinterher sind, Zeit, sein Auto wegzuschaffen. Also auch das zweite. Jo. Und es ist nicht, meinst du, dass vielleicht einer es oben kurz aufgeschrieben hat oder sind die immer alle direkt hinterhergefahren? Das weiß ich nicht. Es kann jemand aufgeschrieben haben, aber Craig hat noch irgendwie kein Schreiben von den Cops bekommen oder so. Ich hab ja, aber du schon. Ich habe ein Schreiben von den Cops bekommen, warte. Eine Vorladung ins PD von Sean Aiden, PD 64. Ja, kenne ich. Sehr geehrter Herr Phillips, ich hätte einige Fragen an Sie und würde Sie aus diesem Grund gerne darum bitten, sich zeitnah im Gebäude des LSPD einzufinden. Worum es geht, werden Sie dann vor Ort erfahren. Sie können gerne auch mit Ihrem Anwalt erscheinen, falls Sie dies für nötig erachten. Mit freundlichen Grüßen, PD64. Ja. So, du gehst ohne Anwalt. Wir müssen aber ein perfektes Alibi für den Arm basteln. Also du sagst, das war vorgestern Nacht? Jo. Also in der Nacht vom 26. auf den 27. Mhm. Mit wem hängst du ab und an ab, der nicht hier dazugehört und der sauber ist?
Könnte man ein paar von der Kräuterroute, Lidolin oder den Michael, gar nichts mit uns. Und die würden aussagen, dass du eventuell irgendwas anderes gemacht hast an dem Tag. Müsste ich anrufen, aber könnte man klären. Und wir brauchen halt irgendwie ein gutes Alibi, bezeugt von Leuten, die unzweifelhaft sind möglichst. Das muss irgendwie sinnig sein und schlüssig. Auch durchaus detailliert, also nicht sowas wie, ich habe mit denen Monopoly die ganze Nacht gespielt oder so, sondern irgendwas mit, dann waren wir da und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir da auch den getroffen und das war um so und so viel Uhr und da waren wir noch ungefähr eine halbe Stunde. Ja, das Ding ist, an dem Abend bin ich wirklich erst so gegen 11:30 aufgestanden, ne? Also, habe auch mit niemandem gequappt, niemanden angerufen oder so. Ich hatte mit dem Craig einen Tag vorher ausgemacht, dass wir halt so gegen 1 rum arbeiten gehen. Und das war halt auch das Einzige, was wir gemacht haben, ne? Weil direkt bei der ersten Tour haben die uns halt hochgenommen. Ja, wir brauchen halt irgendwen, der und der dann aber trotzdem vertrauenswürdig ist, ne? Und nicht unter den Kopf zusammenbricht und nachher noch erzählt, dass wir da versucht haben, ein Alibi zu fingieren. Aber im Endeffekt glaube ich sowieso, weil die meine Karren halt haben, dass da wieder nichts zu machen ist, Alter. Wahrscheinlich auch nicht. Zur Not könnte man halt sagen, dass der Chef da wohl irgendwie die Karren an irgendwen sonst rausgegeben hat. Aber ich glaube, damit kommen wir nicht durch. Was ich halt überlegt habe, dass ich halt einfach hingehe und die Scheiße zugebe und dass da noch irgendwie was bei rumkommt. Ah, wahrscheinlich nicht viel, weil das... Denn wie viel des Drogendelikt ist das da mittlerweile? Vielleicht auf die Schiene ziehen, dass ich abhängig von dem Zeug bin oder so, Alter. Und deswegen musst du dir 200 rein. Ja, einmal im Monat los, Alter. Bunker war leer, wieder aufstopfen. Das wäre... Ich sehe da halt keine Chance, dass wir dabei rumkommen, dass wir sagen, ich war das nicht, ich war da und da mit der Person und ja, beim Fat Tony, der muss das Auto falsch... Alter, du hast bei der letzten Verhandlung gesehen. Andere Idee. Habt ihr irgendwelche Motherfucker auf der Kräutertour, die euch eher auf den Sack gehen? Hab ich auch schon gedacht, dass ich einfach irgendein Sach, Alter, ich hab denen meine Autos geliehen und sag hier, der ja, wollte nicht mal, nicht mal das. Ich glaube, damit kommst du auch nicht durch. Aber so von wegen, das müssten wir dann halt noch mit den anderen absprechen, ob das ein Verhalten ist, das grundsätzlich gewollt ist. Wenn es irgendeinen Motherfucker gibt, auf den ihr eh keinen Bock habt, der vielleicht auch ein bisschen Dreck am Stecken hat, vielleicht so ein kleiner Deal. Wir erzählen dir was über den und den und dafür kommst du uns hier bei der Strafe ein bisschen entgegen. Kannst du ja mal mit Jeff und Curtis absprechen, ob es da irgendwas gibt, ob es überhaupt erstens gewollt ist, mit der Polizei zu kooperieren? Oder ob man sagt, nein, wir reden nicht mit den Cops und dann ist das von vornherein raus. Und wenn, ob irgendwas Interessantes da wäre, was man direkt doppelt benutzen könnte, um irgendeinem Motherfucker ans Knie zu pissen. Ich glaube, was momentan so die Kräuterroute angeht, Alter, da haben ja die meisten alle gekündigt, ne? Es muss ja nicht nur die Kräuterroute betreffen, es kann ja alles betreffen. Mhm. Und ansonsten ist halt die dritte Möglichkeit, geständig sein und versuchen, noch ein bisschen was rauszuhandeln. Ja, ich sehe da halt keine Chance. Was meinst du, was kommt denn da auf einen zu? Die werden ja damit volle Palette kommen, Handel und allem. Ja, Handel können sie versuchen, da werden wir aber rumdiskutieren. Also ich sag dir jetzt mal... du wirst wahrscheinlich auch in Richtung Höchststrafe kriegen, weil wie gesagt... Ja. So, du wirst bekommen. Du wirst dann auch ein paar Straßenverkehrsdelikte... Ja, da waren einige... Blablabla. Ja, einige Stoppschilder, zu schnell, am besten noch irgendwie was kaputt gefahren, Sachbeschädigung. Das kann ich jetzt halt gerade schwer abschätzen, ne?
Wann, wie viel tausende Dollar bewegen wir uns da ungefähr? Ja, warte, ich guck grad. So, bei den verbotenen Gegenständen ist beim Besitz 2,5 bis 5, also eher in Richtung 5. Und beim Handel, wenn sie es versuchen, 6 bis 12. Shit, Alter. Aber beim Handel, wie gesagt, Handel setzt halt voraus, wer verbotene Handel Handel betreibt. Die versuchen dann immer so, ja, der hatte so viel, der muss handeln. Wenn wir aber argumentieren, du hast es nur hin und her gefahren, dann hast du nicht gehandelt, sondern hast die Scheiße transportiert. Und hast mit dem Handel nichts zu tun, oder haben sie eine Übergabe von Ware gegen Geld gesehen? Das ist Handel. Oder haben sie das gesehen, oder haben sie eindeutige Beweise oder Indizien, dass Herr Phillips Teil von einem Handel ist oder dies geplant hatte? Haben sie nicht? Dann viel Spaß. So, und bei den Straßenverkehrsdelikten, ja, ist halt die Frage, was sie dir da alles reinhauen, wie viele Sachen du kaputt gefahren hast. Und naja. Das ist schwer abzuschätzen, da können auch nochmal ein paar tausend Dollar, je nachdem, dazukommen. Ich würde mal sagen, solange das nicht hier wieder so 30.000 Dollar wird oder so, dann zahle ich das einfach, weißt du? Oh, die Coppers rufen mich schon an. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Phillips, NSPD hier. Wollten Sie heute nicht vorbeikommen? Ja, ich komme heute noch vorbei. Wie lange sind Sie denn noch da? Es kommt drauf an, wie die Luft heute mitspielt, ne? Ja, das ist nämlich mein Problem auch. Aber geplant ist es eigentlich, dass ich noch bei Ihnen vorbeikomme. Ja, ich würde Ihnen dementsprechend empfehlen, am besten so schnell wie möglich ins Spedit zu kommen, dann können wir die Sache hinter uns bringen. Zur Not soll er notieren, dass du kooperativ hast, und dann holt man das morgen nach, wenn es nicht. Ja, sonst allerspätestens würde ich sagen morgen, aber ich versuche, dass es heute noch was wird. Ich würde das ungern wieder verschieben wollen. Ja, wir haben das gestern schon verschoben, ich weiß das, aber ich sag ja, ich versuche, dass ich gleich noch vorbeikomme, ansonsten spätestens morgen so 19 Uhr. Spätestens 19 Uhr. Okay, ja. Herr Phillips. Alles klar. Dann versuchen Sie es bitte heute noch und zur Not dann morgen. Und wenn nicht, muss ich es auf die Warnungsliste setzen. Na klar, so verstanden. Ja? Okay, jo. Herr Phillips. Dann schönen Tag noch. Ebenso, peace. Ah, Fahndungsliste schon verschoben. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich würde da halt einfach hingehen und glaub nicht, dass wir da irgendwie bei rumkommen, weißt du? Allein ja, schon wegen der Vorstrafe. Deswegen halt einfach hingehen, sagen, ja, kommt Jungs, das gestehe ich ein, gut ist, Handel, so wie du sagst, man, können die sich abschminken, und den Rest zahle ich dann halt einfach. Da setzt genau. Den Scheiß ab. Also das Wichtige ist, dass du hingehst und erzählst, ja, worum geht es, bla bla bla, oh ja, gut, ja, das war ich da vorgestern Abend. Ja, ein bisschen blöd gelaufen. Hätte mich auch stellen können, aber sie wissen, wie das ist, Adrenalinkick und so. Aber geh nicht wieder in deinen Laberflash. Wenn du zu viel erzählst, erzählst du viel zu viel Scheiße. Ey, Mann, einfach kurz und knapp. Ja, einfach. Kurz und knapp habe ich bei dir noch nie gehört. Na klar, letzte Verhandlung habe ich fast gar nichts gesagt. Die einzige wichtige Sache ist, dass du dann ganz klar machst, dass du beauftragt worden bist, und weil es dir im Augenblick auch finanziell nicht so gut geht, die Benji frisst halt viel Sprit, das sagst du nicht, dass du den Auftrag bekommen hast, da ein bisschen reines Marihuana von A nach B zu fahren. Du solltest das, such dir einen guten Ort aus, mach mir die Karte auf, wo solltest du die Scheiße hinfahren? Was, sie wissen doch, was der Fat Tony da betreibt, Alter. Ich kann doch einfach sagen, der Fat Tony hat mir eine Liste gegeben, was abgearbeitet werden muss, Mann, und ich hab gesagt, jo, mache ich. Ja, aber wenn du das zu Fett Tony bringst und hin und her, dann Typ, der handelt auch mit der Scheiße, oder nicht? Der handelt mit der Scheiße, ja. Ja, dann weißt du das und hin und her. Wo ist genau das Feld? Ach, schwer zu erklären, Alter. Guck mal auf deiner Karte. Ja. Du siehst doch den Discount Store ganz oben. Ja, ja. Also rechts, ne, im Norden. Westlich halt. Und da der Highway, wo die Tankstelle ist, siehst du da im Berg so diese Straße kleine, die da lang geht? Ah, Server Rip.
Connection timed out. Nubbin Ghost, was geht ab? So geht der Scheiß wieder. Komm schon, Foxy Moxy. Weg deinen Arsch wieder rein. Okay. Also... Oben im Nordwesten, da Tankstelle, siehst du? Ja. Dann siehst du da doch so im Gebirge zwei so Wege, die da lang gehen. Ja. Ja, und der unterste, der neben den Highway so links ins Gebirge reinführt, da ist das Feld. Okay. So, und der Verarbeiter, weißt du, wo der ist? Ne. Wenn du, da muss ich jetzt selber eben gucken, Alter. Wenn du auf der Karte guckst, weißt du, wo der Steinhändler ist? Ja, weiß ich. Ja, genau rechts davon, wenn du auf die Karte guckst, geht so eine kleine Straße lang mit so Schlangenkurve quasi. Ja. Ja, und da, genau rechts, wo dieses Gebäude da markiert ist, da ist der Verarbeiter, das ist so ein kleiner Hof. Okay. Und da seid ihr erwischt worden? Da sind wir erwischt worden. Dann such dir irgendwie einen Ort aus, in den du es eigentlich hättest fahren sollen, irgendwo in der Stadt. Boah. Also ich würde eigentlich sagen, Mann, das geht um 200 Gramm und aus den Blüten können sie sich dann, die wissen ja nicht, wie viel man aus den 50 Blüten macht, kann ich denen sagen, als Eingeständnis irgendwie... Nochmal 100 Gramm, Alter, dann sind das 300 Gramm. Dann sage ich zu denen, das war für mich, das verrauche ich im Monat. Die können zum Krankenhaus gehen und die Frau Wolf fragen. Die weiß auch, dass ich mit Drogendelikten, ja, Suchtproblemen und so zu kämpfen habe. Okay, gut, das können wir auch machen. Wichtig ist halt, dass rauskommt, dass du nichts irgendwie mit Handel zu tun hast. Deswegen...
Und im Zweifel müssen sie dir das halt nachweisen. Und da steht erstmal deine Aussage gegen die andere Aussage. Würde ich sagen, fahre ich da jetzt gleich hin und hör mir das mal an von denen. Ich weiß nicht, willst du dann mit oder soll ich da erstmal alleine hin? Mach das alleine, es sieht besser aus. Ja, deswegen. Das ist ja auch nicht direkt eine Verhandlung dann da. Da kommt ja auch erstmal genau. Eine Anklage und so. Wenn die jetzt, wenn du jetzt schon mit deinem Anwalt kommst, dann wissen die ganz genau, dass du irgendwas Schmutzigen kommst und dann kommt dieses Eingeständnis, das du gleich machst, weniger so von dir, sondern direkt als taktischer Trick vom Anwalt. Mhm. Ja, nee, gut, dann fahre ich da jetzt hin, laber mit denen und dann mal gucken, was sie so alles mir vorwerfen. Ja, dann gestehst du das ein und im Zweifel kommst du dann morgen zu mir und dann fahre ich mal hin und sage, ja, hier, der Philips war da, ich habe gehört, er war kooperativ, was können wir da jetzt noch machen, damit wir das Verfahren beschleunigen und vielleicht kurz beenden können. Ja, genau. Es ist ja auch das Ding mit der Shotgun, wo ich dich angerufen hatte, da kam immer noch keine Anklage, ne? Das ist jetzt schon fast 2 Wochen wieder her, Mann. Okay. Ich frage mich da halt auch so, was da der Stand der Dinge ist. Ich gucke jeden Tag, ob ich eine E-Mail bekommen habe, aber da kommt nichts. Aber letztes Mal kam es ja auch erst irgendwie nach 4 Wochen oder so, ne? Ja, leider schon. Ja, mal gucken. Dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg dahin und dann quatschen wir nochmal, Fox. Ja, aber ich hau jetzt ab. Für heute reicht's mir. Ja, heute nicht mehr. Ich werde auch noch zum PD gehen, damit der PD64 da glücklich ist, weil das gestern schon verschoben wurde. Und dann hau ich mich auch hin, Alter. In Ordnung. Alles klar, Fox. Wir sehen uns dann morgen, Mann. Genau, bis dann. Was geht ab, Sven? Ja, nicht viel, ne? Ich gehe jetzt noch eben zum PD. Laber mit den Coppers. Und, dann ist Schluss. Heute ist komisch, Alter. Die crashes ganze Zeit. Dann in der Overwatch kann man nur Quickplay spielen, Mann. Dann noch ganze Twitter-Hype. Dann muss ich gleich erstmal was futtern und einfach... Nabend. Nabend. Guten Abend. Müssen ja die Höflichkeit in Person jetzt sein hier. Mensch, ganze Zeit beschäftigt hier, was? Dann nutzen wir die Gelegenheit doch mal für ein kleines Yu-Gi-Oh!-Duell hier noch. Boah, hier ist ein PD losgeht.
Aber der ist echt vertieft an seinen Computerarbeit, ne? Und der andere fragt auch nicht, was. Ich gehöre dieser kleinen Amateurgang an hier auf dem Server, der Groove Street. Mit 4 O, Bruder. Officer, ich will Sie ja echt nicht bei Ihrer komischen Manga-Session da stören, aber können Sie mir vielleicht helfen kurz? Wenn ich Sie sehen würde? Wie? Ich stehe doch genau vor Ihnen, Mann. Wobei kann also, ich Ihnen helfen? Sehen Sie mich jetzt oder nicht? Nee. Ich gehe da nochmal raus, ja? Jetzt besser? Hallo? Wenn ich ja sage, dann... Ah, okay, Was kann ich denn für Sie tun? Nee, warten Sie mal, ich gehe dann mal kurz draußen, mal kurz mir die Augen waschen, ja? Alles klar, okay. Dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Schön noch eine reinhauen, den Motherfucker, wenn er mich schon nicht sieht. Ja, das musste sein. Wo zum Teufel ist mein Auto, Alter? Haben die das direkt beschlagnahmt oder was? So, jetzt aber, oder? Legen Sie mal Kuli wieder hin. Ja. Nee, ich habe nur auf Ihren Kollegen, der hatte, also wir konnten, also schwierige Situation halt, schwierig, ne, aber den schwierig. Kugelschreiber habe ich nicht angefasst. Ja, PD64 bin ich eigentlich auf der Suche nach. Der hätte ein paar Fragen an mich so. Da wollte ich, sollte ich vorbeikommen hier. Ja, alles klar, dann, der ist unterwegs, ich hole den mal rein. Alles klar. Sie sind der Herr? Cooper Phillips hatte mir eine E-Mail geschrieben, dass ich hier mal vorbeischauen soll. Alles klar. Ich funke eben durch. Warten Sie kurz bitte. Der Kollege ist unterwegs. Alles klar, Mann. Dann warte ich hier vorne kurz, ja? Also das zieht sich nicht Sprung oder so und dann... Hatte schon ein kleines Pfeilchen in der Kopf, ne? Woher bloß, Alter? Legen Sie mal den Kugelschreiber da wieder hin. Wie hat denn der das gesehen? Hat der hinten in seinen glatzköpfigen, glatzrübe Augen drin? Schlaf gut, Bruder, haut rein.
Das ging aber schnell, Alter. Oh, da kommen sie. Schönen guten Tag, Herr Philips. Ja, schönen guten Abend. Ja, dann würde ich sagen, folgen Sie uns einfach mal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke, dass Sie es doch noch geschafft haben. Ja, momentan ist ein bisschen... schwierig. Wissen ja selber, ne? Lassen Sie mich mal eben gucken. Wo das ist. Genau. Folgender Fall, ne? Wo waren Sie denn vorgestern Nacht? Ja, da brauchen wir ja gar nicht so lang drum rumreden, ne? Ja. Ich war ein bisschen schwimmen, nachdem ich so verfolgt wurde. Und ja, danach musste ich mich erstmal ein bisschen ausruhen. Das war ganz schön anstrengend. Sie waren schwimmen. Wo waren Sie denn schwimmen nach der Verfolgung? In dem See, wo ich auch das Auto versenkt habe. Hm? Ja. Sie wissen, was Sie geladen hatten, ne? Das weiß ich, ja. Also verstehe, mein Vorrat war leer und ich bin da ein bisschen vorbelastet, was da den Konsum von der grünen Blüte angeht, und da wollte ich meinen Monatsvorrat wieder auffrischen. Ein bisschen blöd gelaufen. Also Sie wollten nur Ihren Vorrat wieder auffrischen. Ja, das ist ja, also weiß nicht, wie sehr Sie sich da auskennen, aber wenn Sie schon fast täglich ein paar Blunts wegrauchen, dann sind 200 Gramm nichts. So eine Monatsration gewesen. Wissen Sie, bei der Frau Wolf, oder? Die Frau Wolf müsste auch Bescheid wissen, weil in der Zeit, als ich meine Gefängnisstrafe abgesessen habe, hatte ich einen schweren Entzug durchgemacht und das müsste da vermerkt gewesen sein. Warum haben Sie sich mal bei ihr gemeldet bezüglich eines dauerhaften Entzuges? Ich weiß nicht, weil ich so eigentlich einfach was wieder gekostet habe und es ziemlich, ziemlich gut halt einfach ist. Sie wollen es einfach nicht. Ich wäre auch bereit für so einen Entzug. Ich weiß halt bloß nicht, ob das helfen kann, wissen Sie? Wenn Sie mit 12 damit angefangen haben, so. Warten Sie mal. Mich wundert, der Funk ist gerade extrem laut gewesen. Kein Problem, Mann. Eieiei. Ja gut, aber Sie haben die Sache jetzt ziemlich leicht gemacht, ne? Wir schreiten da so rum, hören Sie da? Ne, ich guck mal eben. Ja, egal. Okay, Sie werden Post bekommen, kennen den Spaß, ne? Ja. Und die Termine dann einhalten, ne? Ich gebe mein Bestes, also... Wäre es jetzt nicht so die letzten Tage ein bisschen chaotisch hier gewesen, dann wäre ich auch schon ein bisschen früher aufgetaucht. Ja, kein Thema, Herr Philips. Kann ich verstehen. Okay, dann wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Alles klar, wünsche ich Ihnen auch, ne? Ja, tschüss. Bitte? Ja, ging ja schneller als erwartet, ne? Anklage kommt, is going, dann mit dem Fox so, ja, da war geständig, dies, das, Eigenkonto. $10,000, Young Mullah Baby, lass arbeiten gehen. Ich glaube, da haben die nicht mit gerechnet, dass ich da jetzt hingehe und einfach sage, ey, yo, wir brauchen da nicht dick um den Brei hier reden. Die hätten gedacht, ich lasse mir richtig wieder eine Story einfallen und so, aber nicht, dass ich einfach sage, ja, Boys and Girls, so, ich weiß, war scheiße, aber ich bin nun mal abhängig von diesem schönen grünen Gold. Was soll ich denn machen? Ich glaube, die war ein bisschen enttäuscht jetzt. Alles gut. Haben die nicht mit gerechnet, dass ich komme und einfach so balls out? Ja, blöd gelaufen, Alter. Und ich konnte einen Korb in die Fresse schlagen, Alter. Perfekter Abend in Los Santos.
Greg, lass arbeiten gehen, Bruder. Wer es könnte denn da sein? Jo. Jo, Bruder, wo treibst du dich rum, Alter? Mirror Park. Mirror Park? Ja. Das ist nicht der Penner Park, das ist der Park oben, ne? Der Park an der öffentlichen Garage mit dem See. Was geht da oben ab? Nix. Rumsteh. Mit? Billy. Zu zweit? Ja. Oh, viel Glück, Bruder, Alter. Aber im Park ein bisschen, ne? Ihr kleinen Ferkel, Alter. Der Jason, Alter. Dafür, Leute. Denkt ihr, ich kann mir irgendwo einen Kredit leihen oder so? Abend. 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 Alle am Diablo spielen, Alter. Ja, keine Ahnung, wo mein Auto hin ist, Alter. Das war irgendwie komisch, der hat mich auch nicht gesehen. Ich glaube, ich war irgendwie timeoutet oder so. Ich weiß es nicht, Mann. Ja, weil als ich aber eben eingeloggt habe, da war das nicht da. Also relockt habe. Da stand das da, Alter? Bin ich schon wieder im Modus? Weiß es nicht, aber ey, ich schwöre, es stand eben nicht da. Steht kein Auto, oder? Aber da darf man parken. Komm mal gucken. Auch alles gut, ich zieh mir das Drama eh nachher rein.